Das Thema dieses Videos ist, dass ich meine Hochzeit mit agilen Methoden plane. Vor kurzem habe ich in einem Video angekündigt, dass ich die Julia heiraten werde dieses Jahr, also dass wir uns gemeinsam heiraten oder gegenseitig heiraten, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben einen Projektplan erstellt. Wir haben erstellt, was müssen wir organisieren, was müssen wir tun, bis wann muss es erledigt sein und haben angefangen, die einzelnen Sachen zu machen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das effizient machen? Ich habe ja auch eine Ausbildung bei der PM Austria. Das ist halt wie immer ganz normale mit Meilensteinplan und so, das ist alles gut und schön, ist aber meiner Meinung nach eher ein Wasserfallmodell, lässt sich durchaus für mein Projekt Hochzeit anwenden, weil ich ja nur einen Zeitraum habe, das ist das Projekt, ich habe keine Projektabschnitte, nicht wirklich, aber ich benutze trotzdem agile Methoden und zwar benutze ich ein Personal Kanban Board, schaut ein bisschen aus wie ein Scrum Board und auch teilweise Scrum Abläufe. Bevor ich die Planung angegangen bin, habe ich mich hingesetzt und habe ein Backlog geschrieben. Das heißt, ich bin hergegangen und habe alle einzelnen Sachen, die mir eingefallen sind, was man organisieren muss, mal auf Post-its geschrieben. Und dann habe ich das Ganze mit der Julia gemacht und habe geschaut, okay, fehlt vielleicht noch was. In der agilen Methode ist es so, dass man das Produkt-Backlog sozusagen, also dieses Backlog, die Ideensammlung mit den Aufgaben, die getan werden müssen, dass man die immer wieder auffüllen kann. So lange, bis das Projekt zum Beispiel erledigt ist. Das macht so toll. Ich muss nicht alles von Anfang an berücksichtigen, sondern ich kann agil immer wieder Sachen hinzufügen oder sogar entfernen, wenn es sich sehr erübrigt hat zum Beispiel. Ich arbeite ja in der IT. Ich arbeite schon lange in der IT. Ich habe die Scrum Master Ausbildung. Ich habe in agilen Projekten gearbeitet. Ich habe agile Projekte schon geführt. Das ist halt eine einfache Möglichkeit, flexibel auf Sachen zu reagieren und zu planen und nichts zu vergessen im Idealfall. Ich habe mir 3 Spalten erstellt, To-Do, In Progress und dann. Ich habe angefangen, okay, zuerst, ich muss die Gästeliste schreiben. Mein Scrum Board hängt da. Ich muss die Dokumente ans Standesamt übermitteln. Ich muss Einladungen designen und definieren, was ich drinstehen haben will. Ich muss einen persönlichen Termin am Standesamt ausmachen. Ich muss das Standesamt reservieren. Ich muss die Location für die Feier planen, aussuchen, Angebot einholen und bestätigen. Ich muss einen Fotografen finden. Ich kann ja schwer mich selber fotografieren. Ich brauche jemanden für die Blumen. Für die Musik haben wir uns dagegen entschieden. Wir werden das einfach mit einer kleinen portablen Box selber machen, weil soll eine simple, einfache Hochzeit sein. Ich habe ja keinen Geldscheißer. Außerdem ist das andere Problem das, dass aufgrund von Corona viele Hochzeiten schon verschoben worden sind und man echt schwer Termine kriegt. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, auch im Standesamt zu heiraten und die Feier in einem Lokal zu machen. Ja, was habe ich bisher gemacht? Ich habe die Gästeliste geschrieben, die Dokumente ans Standesamt übermittelt. Ich habe schon persönlich mit der Standesbeamtin telefoniert. Wir haben einen Termin im Standesamt und das Standesamt ist auch reserviert worden. Wir haben die Einladungen für die Trauung und für die Trauung plus Feier, weil es 2 Einladungen geben muss, weil bei der Trauung dürfen nicht so viele dabei sein, bei der Feier allerdings schon, haben wir auch gestaltet quasi jetzt einmal. Dann haben wir schon ein Angebot eingeholt vom Concordia Schlössl, das ist die Location, wo wir die Feier abhalten werden. Wir haben das Angebot auch schon bestätigt und einen Friseurtermin für mich, weil die Haare sind ja eine Zumutung, habe ich auch schon ausgemacht. Was mache ich aktuell? Aktuell ist im Laufen der Prozess für die Planung und Organisierung der Blumendeko. Dazu haben wir nächste Woche Montag ein Meeting oder eine Besprechung, ein Kennenlernen in einem Lokal, wo ich auch noch nie war. Und ich bin am Planen, bin Fotografen, ich habe schon Kontakt aufgenommen. Diese 2 Sachen sind einmal im Doing. Was muss noch getan werden? Das ist eigentlich noch relativ viel. Ich muss noch die Anzahlung ans Concordia Schlössl leisten. Ich muss die Einladungen, die wir gestaltet haben, irgendwie auf eine Postkarte kriegen, weil wir wollen nichts Aufklappbares, wir wollen das auch als eine Art Postkarte verschicken. Wir haben auch vor, eine Hochzeitsreise zu machen, jetzt nicht lang, vielleicht nur 3-4 Nächte. Wir wollen nach London, das heißt, wir müssen die Hochzeitsreise buchen, also den Flug buchen, das Hotel buchen und selbstverständlich auch für die Bella jemanden schauen, dass er jemanden finden, der auf die Bella aufpassen kann. Dann fehlt natürlich noch die Auswahl der Geschäfte für die Ringe und das Ringe kaufen. Dann muss noch Kleidung für die Hochzeit gekauft werden, weil ich habe nur schwarze T-Shirts und eine Jeans.
Das ist nicht gerade viel. Und zum Schluss, am Ende der Feier, muss dann auch noch die Location, die Hochzeitsfeier-Location bezahlt werden. Wie kann jetzt diese agile Methode dir helfen? Egal, welche Größe dein Projekt hat, ob das ein persönliches Projekt ist, wo du alleine Sachen machst oder ob mehrere Personen beteiligt sind, du kannst es für alles verwenden, weil es gibt dir den Status auf einen Blick, wo bist du gerade, was hast du erledigt, was musst du noch erledigen und dann priorisierst du einfach zum Beispiel jeden Tag um, wenn dir was einfällt. Und wo es ist super auszahlt, so eine agile Methode zu benutzen, ist, wenn man mehrere Leute sind, so mehr vielleicht als zwei, wenn man ein kleines Projektteam hat von 5 bis 7 Leuten idealerweise, dann hat man da diese Tasks, die man einfach in diesen Spalten hat, dann nimmt sich jeder einen Task, organisiert was und jeden Tag bei einem sogenannten Daily Meeting, das halt wirklich nicht lange dauern sollte, vielleicht 10, 15 Minuten maximal, und dort unterhält man sich nur über den Status, also hat's funktioniert, gibt's Probleme, und wenn es Probleme gibt und man weiter diskutieren muss, dann macht man sich danach noch einen Termin aus oder nimmt sich einfach nach dem Meeting Zeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Danke fürs Zusehen. Ciao.